Lieber Quantenquatsch, ich habe mir erlaubt, jetzt ein Video zu machen, für den interessierten Leser oder Zuhörer. Worum geht es? Du hast bei einem YouTube-Video gefragt, was ich von dieser Bewegung vom Roland Thüringer, von dem Gilt halte. Und wie immer, es geht hier nicht um meine Meinung. Es ist auch egal, was ich davon halte. Aber indem wir uns vernetzen, können wir Muster analysieren, wo wir, und das ist ja das Ziel, das Leid beenden wollen. Und ich habe dir ja geantwortet, dass das Kernproblem von unserer Gesellschaft ist, dieses Ego. Ich habe das dann kurz ausgeführt und du hast mir jetzt hier noch einmal geschrieben, warte mal, ich werde das kurz einmal vorlesen, dass es da also darum geht, dass Roland Thüringer nur sein Gesicht hinhält und dass es ihm darum geht, um ein Bürgerparlament und so weiter und so weiter. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich mich, glaube ich, nicht so gut ausgedrückt habe. Es geht hier nicht um den Roland oder es geht hier nicht um ein Bürgerparlament, sondern es geht hier um was ganz was anderes. Ziel ist also, das Leid der Menschheit zu beenden. Ich betone das, weil wir jetzt schon einige Jahrtausende Leid haben und es stellt sich immer die Frage, wieso ist denn das so? Ja, wir haben Demokratien gehabt, wir haben Diktaturen, wir haben Bürgerparlament, wir haben alles Mögliche gehabt, wir haben Clans gehabt, immer wieder Leid. Und das ist also unser größtes Ziel. Wenn ich weiß, dass egal, wie ich eine Struktur benenne, wenn diese Struktur zum Beispiel ein, nennen wir es jetzt Bürgerparlament ist, wo dann wieder eine ausgewählte Masse an Menschen sitzen, die abgegrenzt sind, nämlich die Wissenden oder Privilegierten von den Nicht-Privilegierten, Nicht-Wissenden, wenn ich weiß, dass solche Strukturen immer zum Scheitern verurteilt sind, dann hat es ja nicht Sinn, so eine Bewegung anzutreiben. Ich bin der Meinung, man sollte die Ursache beim Schopf anpacken oder beim Kern angehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in einem Video gesagt, da redet man über implantierbare Chips bezüglich Bargeld. Wie kann ich über sowas nachdenken, wenn das Geldsystem ein Beschisssystem ist? Oder wir reden über wirtschaftliches Wachstum und neue Jobs, neue Chancen bezüglich Elektromobilität. Wie kann ich darüber nachdenken, über Wachstum und, wenn das ganze System, in dem das eingepackt ist, das Geldsystem, eine Farce ist? Das heißt, man muss doch an die Ursachen, an den Kern, an den Beginn zurückgehen und einmal sich den Kopf zerbrechen, wieso ist das so, wie es ist. Und wenn ich also erkenne, dass es da ein Ego gibt, ein Ego, welches Angst, und es gibt ja, ich weiß nicht, inwieweit du die Videos ansiehst oder inwieweit du dich mit dieser Materie beschäftigst. Es gibt ein Urgefühl, mit welchem wir geboren werden, nämlich das Gefühl der Vertrautheit, des Nicht-Alleine-Seins. Das ist genau das, was du in den letzten paar Monaten im Mutterbauch erlebst, empfindest, nämlich Geborgenheit, Nicht-Alleine-Sein und eine Enge, immer werdende Enge durch Wachstum. Und irgendwann wirst du dann in eine Welt geschleudert, wo du dieses Urgefühl krampfhaft versuchst wiederzuerlangen, indem du das machst, was wir scheinbar gut können, sammelst. Wir sammeln Lob und wir wollen Eltern, boah, brav, du hast den Einser, hast den Test geschafft, kriegst das Sternerl. Wir wollen Anerkennung beim Partner, wir wollen Anerkennung vom Chef, wir versammeln uns in Fußballclubs, in Runden. Häufig reden wir dann nicht um die Sache, sondern nur, dass wir dabei sind bei der richtigen Bewegung. Wenn also bewusst wird, dass es da ein Ego gibt und dieses Ego, wie scheint, um Anerkennung lechzt, aber, und das zeigen ja auch die Muster, diese Anerkennung nie bekommen wird. Das ist ja auch der Grund, wieso die Superreichen, die Superschönen und, immer wieder stranden, sich umbringen, durch Drogen zerfressen werden, unglücklich sind und. Das heißt, dieser Weg des Sammelns stillt unser Ego nicht, sondern, wenn man sich weiter mit dem Ego beschäftigt, merkt man ein Muster, dass dieses Leid, wie scheint, dazu da ist, um es aufzulösen, um zu erkennen, dass man nicht die Welle ist, sondern das Meer. Da gibt es viele Gleichungen von vielen spirituellen Richtungen, die aber, und sogar diese spirituellen Richtungen, dann wieder verkommen sind, weil das Ego da durchgebrochen ist. Gib einmal ein, hinter dem Lächeln des Dalai Lama.
ein blutrünstiger Mönch, der Dalai Lama, der vom CIA hier in Europa genutzt wurde mit Free Tibet. Ja, gibt es Dokumentation, gibt es Bilder, gibt es Fotos und und. Und nochmal, es geht nicht um meine Meinung. Wir haben ein Ziel. Das Ziel ist, das Leid zu beenden. Wenn ich also verstehe, dass ich zu den Schwächsten, scheinbar Schwächsten, mir gefällt dieser Ausdruck nicht, aber zu den Schwächsten in der Gesellschaft gehen muss, nämlich jene Menschen, die am wenigsten ihre Gabe haben, ausleben dürfen. Davon gibt es ja auch sehr viele Informationen. Gibt es Erfolg? Gibt es nicht? Gibt es nicht. Jeder von uns wird mit einer einzigartigen Gabe geboren. Das Problem, was wir haben, wir orientieren uns nicht nach dieser Gabe, wir fördern nicht diese Gabe, sondern wir versuchen, den Menschen in ein System zu pressen. Bei der Erziehung der Kinder ging es noch nie um die Kinder. Es geht immer darum, dass die Gesellschaft ihre Interessen in den Kindern verwirklicht. Wir versuchen aus allen Steuerberater zu machen, Mathematiker zu machen und nun geben sie in ein Schulsystem, so wie es im alten Rom darum ging, aus den Kindern gute Römer zu machen, und man erzog sie in Eliteschulen mit Schwert und Speer. Das heißt, wir haben ein System, wo wir die Menschen vergewaltigen. Die einen mehr, die anderen weniger. Je nachdem, wie sehr sie vergewaltigt wurden, werden sie unterschiedliche Positionen in dieser Gesellschaft belegen können und werden eine unterschiedliche Motivation aufbringen können, hier dann zu bestehen. Wenn ich das nicht ändere, wenn ich nicht erkenne, dass es keinen Erfolg oder Misserfolg gibt, ich meine, ein Ellen, wie sie alle heißen, Facebook-Gründer und, wieso können die das? Weil die USA hegemoniale Ansprüche hegt. Dadurch können die viel dort bewegen. Das war im Rom, war das halt im Rom möglich für den römischen Bürger, in Athen für den athenischen Bürger. Schau dir mal an, wie die Athener andere, mit anderen Kulturen umgingen. Wenn die nicht Partei ergriffen für Athen, wurden sie niedergemacht. Da gibt es unzählige Belege in Schriftstücken, wie Kulturen ausgelöscht wurden, ganze Städte, ganze Inseln, weil sie zum Beispiel neutral bleiben wollten. Das heißt, wir haben ein Phänomen, dass jeder Mensch aufgrund dieser Vergewaltigung mit einer unterschiedlichen Motivation in der Gesellschaft seinen Teil in der Gesellschaft beisteuert. Wenn ich die Gesellschaft jetzt aber spalte, wieder in Bürgerparlamente oder in Parteien, ist ja egal, wie man das benennt, dann ist wieder vorprogrammiert, dass die, die im Bürgerparlament sitzen, wieder die Rosinen werden versuchen, für sich rauszupicken. Erst wenn die Menschen sich von ihrem Ego gelöst haben und begreifen, dass sie ein gemeinsamer Organismus sind, und dass dieser Organismus immer nur so stark ist wie das schwächste Glied, wird man auf die, die am meisten von dieser Gesellschaft vergewaltigt wurden, zugehen, ihnen die Hand reichen und versuchen, ihren Bewusstseinszustand zu heben. Und man wird aufhören, sich in irgendwelchen Organisationen Rosinen rauszupicken. Und bitte noch einmal, mir geht es hier um Muster und um Erkenntnisse. Wenn du andere Muster da erkennst. Ich habe mich intensivst mit der Erziehung beschäftigt. Ich habe mich intensivst mit Erfolg, Berühmtheit und. Ich habe mehrere Unternehmen gehabt. Ich habe mich intensivst beschäftigt mit Spirituellen, mit römisch-katholischer Kirche, mit Buddhismus und. Und du merkst dann, da gibt es eben gewisse Muster. Jeder Mensch wird altruistisch geboren. Jeder Mensch wird von der Gesellschaft heutzutage vergewaltigt. Dadurch entstehen extreme Unterschiede in den Persönlichkeiten. Der Lidl-Verkäufer ist nicht der Lidl-Verkäufer geworden, weil er so blöd ist, aber vielleicht, weil er geboren wurde als Maler und man hat aus ihm unbedingt einen Mathematiker wollen. Und solange ich so eine Struktur habe, solange ich so ein Denkmuster habe in der Gesellschaft, werden auch die Bürgerparlamente zum Scheitern verurteilt sein. Denn sie setzen nicht am Kern an der Ursache, an der Wurzel des Problems. Die Wurzel des Problems ist unser Ego. Wenn wir das beginnen aufzulösen, wird sich langsam alles Weitere legen. Wir werden Schulen errichten, wo nicht die Lehrer ihre egomanischen Lehrpläne durchdrücken wollen, sondern wir werden mit Liebe und Verständnis zur nächsten Generation hingehen. Wir werden nicht uns mit
dicken Autos umgeben und Handtaschen teure kaufen und, sondern wir werden mit Liebe und Bewusstheit mit den Ressourcen umgehen für die nächste Generation. Und so werden sich dann auch unsere Organisationsstrukturen, wie wir miteinander dann interagieren, beginnen zu ändern. Wenn du andere Muster siehst, bitte sag's mir, weil ich bin an der Erkenntnis interessiert, an wie die Dinge sind. In diesem Sinne, alles Liebe.